Sie sehe ich. Soll ich dahinter jetzt überwinden, sie durchdrücken und bla. Und springen dann gemeinsam. Ja, ja, ich weiß. Sehen Sie, wir können auch zusammen springen. Pam. Mario, wieso springst du nicht? Bist du total... Mario! Nein, ich werde hier jetzt nicht failen. Okay, ich hab schon gefailt, zum ersten Mal runtergefallen bin, aber... Ja! Super Jump! Da auch noch! Mario! Okay, dann werde ich es anders probieren. Dann werde ich es mit meinem Spezialtechnik probieren. Nein! Okay. Mit uns haben solche Scheitern das und alles erfahren sie in der nächsten Episode von Luigi. Bin ich jetzt so dumm zum... Okay. Ich habe jetzt keine Lust, das hier rauszukommen. Ich meine... Okay, ich werde kann. Yeah, nach gefühlten 67.000 Mal habe ich es jetzt endlich geschafft. Diese Blöcke... Wollte ich gerade erklären, Stuffwell. Nein, ich bin hier der Erklärmeister. Du bist nur mein dämlicher Assistent, also da wo ein L steht, kann nur Luigi öffnen. Ist ja auch irgendwie logisch, oder schon eine Münze gekriegt. Mario leider auch. Und die, wo M steht, natürlich nur Mario. Ja, komisch, wenn anders wäre. Kriegst du hier 5 Münzen, super Rätsellösung. Epic Zelda, shit. Danke, Stuffwell. Wahrscheinlich hätten sie uns so einen neuen Pferd. Ich empfehle den Einsatz von Arnie, um gut aufeinander abgesprungene Sprünge zu verfügen. Kapisch. Oh ja. Komm schon, was steht denn hier? Dorfkuddelmuddel. So, und jetzt müsste die epische Mucke gleich starten. Oder? Ne, noch nicht. Was? Was ist jetzt los? Oh, ein Toad! Das Dorf! Was? Die Invasion! Wir sind live bei der Invasion dabei, so wurden wir jetzt in die Vergangenheit geteilt. Das Dorf wird angegriffen, wir müssen schnell dahin! Vielleicht können wir noch Bewohner retten. Das Dorf! Schleimige, lila Pilze! Und den lassen wir jetzt einfach hier im Stich, oder was? Komm schon, Luigi! Schnell! Warum lasst ihr mir im Stich? Der Arme! Nein! Der wird aufgesaugt! Was geschieht nun mit dem? Werden wir sie erfahren? Kommt jetzt die Musik? Nö, es ist immer noch die Chiller-Musik. Aber wir werden jetzt hier auf unsere ersten Gegner treffen. Hier sind sie schon. Mario! Ja... Ich verstehe ihre Eile, aber wer weiß, was ist noch erwartenswert, klug sich auf den Kampf vorzubereiten, bevor wir weiter fortschreiten. Wenn man vom Schrublett spricht, der perfekte Training für sie. Mario, springen Sie auf dieses rundliche Teil. Oh, down. Let's go! Zack! Wenn man drauf springt, ausgezeichnet Mario, springen Sie, um Ihren Gegner im Kampf zu öffnen. So hätten Sie schon in der ersten Runde einen Vorteil. Ich empfehle diesen Schneeball stets zu beherrschen. Jo, aber bei, Startgegner ist natürlich nicht sehr gut. Stimmt. Luigi. Ja, ich weiß, dass man ihn mit B. Dankeschön. Der hat noch nichts schon Angriff für Mario, der macht nur 2 Schaden. Und jetzt kommt dieser Angriff. Ja, nein! Ich werde diesen zieht auf Luigi. Ja. Ja, hab's kapiert. Ausweichen von Angriffen, ja. Dankeschön, dass ich die jetzt töten kann. Stimmt. So, Luigi kriegt auch gleich ein Level. Jo. Tschüss. Man sollte immer auf Gegner springen, um einen Kampfvorteil zu halten. Ich hab glaub 10 HP oder so. Ich würde jetzt mal so checken. Ach, der hat eine höhere Geschwindigkeit als Luigi, ha? Chillige Sache. Man kann auch fliehen, aber das würde ich jetzt hier nicht raten. Denn Level sind hier wichtig. Das Game... Man sollte am Ende ungefähr Level 30 sein. Na, Luigi werde ich auf Verteidigung setzen. Yay. Gute Sache. Wenn ich die alle besiegt habe, habe ich glaube ein Level von 3. Das ist schon mal sehr gut. Also weiter. Mal schauen, was Luigi jetzt von einem hat. Er ist immer noch nicht höher. Oh, er macht schon mit Konter 3 Schaden. Im Angriff 5. Gute Sache, Luigi. So, natürlich gibt es auch später Brüderattacken oder so, damit man nicht immer noch springen kann oder so. Damit es nicht so einfach bleibt. Die Kämpfe werden alles.
richtig geil, die Story ist richtig geil. Das Game ist richtig geil, stimmt. Nee, du bist nicht durch den Kopf, stopp, geht's dir noch gut. So, was haben wir an Pilze halt? Sie hatten einen Pilz bei sich, sie sind nämlich selber Pilze und fressen sich, ihr scheiß Kannibalen. Oh Gott, jetzt kommt die Pilzopferung, deswegen haben wir auch gerade Pilze halten. Lava, irgendwie Schrupp. Wache. Bam. Das ist jetzt geopfert, um Luigi zu verwirren. Sind sie also bereit, Luigi benutzt die Medizin, die Bedrohung. Dann scheint sie, dass sie Schaden erleiden müssen. Wenn die passende Zeit kommt, dann sind sie mit dem Einsatz... Oh, ich weiß, ob ich bist du jetzt gern. Ah, ich weiß, sie sind sehr erschöpft. Dann versuchen sie sich zu konzentrieren. Luigi bringt und riecht sich Start. Start. Oh mein Gott, er hat eine HP. Ja, ich weiß, wie man ein Items ist. Ah, wir haben sogar Ersatzmützen dabei und Lederhosen und alles. Wir haben sogar Flaschen dabei. Hier ist eine Zelda-Flasche da unten. Pilze. Jo. Oh, das möchte ich Luigi heilen. Bitte. Nein. So, Luigi ist geheilt. Ja. Tschüss. So. Dankeschön. Zurück zum Abenteuer. Okay, okay. Schon dein nächstes Schublett. Let's go. Am. Okay. Rauf. Stör. Und stör. Und weitere 4 Erfahrungspunkte. Auf 30 kriegt man, glaube ich, wieder ein Level. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Stirb! Let's go. Wieder nur 2. So, dann komm, zeig mir, was du so kannst. Kannst du mal Mario, dann könntest du durch den Konterangriff sterben. Stirb, jetzt mal gucken, ob man durch... Ab 30? Nein, nicht ab 30. Chillige Sache. So, du warst jetzt auch mal. So, jetzt hier die große Pilzblechebene. Die größte, und danach kommen wir auch schon ins Dorf. Nicht mehr weit. Wir werden alle Verteidiger vernichten. Dieses Dorf wird nicht in die Fänge der Gegner geraten. Okay, mach Level ab. Zweiter. Yes. Mann, das kann sich auch mal ein bisschen langsamer drehen, wenn's... Warte mal, das ist doch ein Glücksspiel. Glücksspiel kann süchtig machen. Okay, ist genug. Okay, töte ihn mit der... Oh, Konterattacke würde ihn töten. Stör. Und jetzt auf Luigi ein Level up. Komm schon. Nein, okay, dann auf 3 oder 34 oder so eine Scheiße kriegt man mein nächstes Level up. Oh. Okay, so, das war so passiert, wenn man nicht auf den Gegner springt. Dann startet der Kampf einfach so. Luigi, töte ihn. Noch einer Pilz, Luigi Level 3. 2, 2, 2, 2. Yes. Gut, dann hätten wir hier alle Verteidiger besiegt und kommen zur geilen Mucke. Also nicht die, sondern wenn die halt wechseln. Boah, Bolzreffer der Arme. Nehmt ihn mit, verdammt. So. Und dann ist auch schon der nächste abgepackt. Und sie verziehen sich, jetzt kommt die geile Mucke. Ach, ich liebe die Musik einfach. Da ist man so verlassen. Der hat auch bei meinem ersten Video Mario Luigi Top Music, Top 5 der Music, hat sich auf Platz 2 oder so geschafft. Oder 3, ich weiß es nicht mehr. Die Musik ist einfach endgeil. So, was haben wir hier? 3 Pilze. Und eine Münze. Sollte stets alles erkunden. Könnte nützlich sein. Ich sag euch, der Final Boss ist richtig schwierig. Na, okay, hier ist nichts. Vielleicht. Hier ist eine 10er-Münze.
Ah, 20er Münzen. 40. Oh, wow, wir schon über 100 Kohle haben. 125 könnten wir auch unten sehen. So, dann gab es hier unten noch einen Weg. Wo führt denn der hin? Hier haben wir noch nichts verloren. Das ist auch eigentlich irrelevant, was hier ist. Da werden wir eh fast... vielleicht einmal noch hinkommen, aber das ist scheißegal, was da ist. So. War ich hier schon drin? So, ja, aber hier können wir speichern. Das werden wir gleich mal tun. So. Ah, eine Luigi-Blockmünze. Für 10. Wir werden euch ausradieren. Wo seid ihr? Was steht hier? Haus des Bürgermeisters von Kuddelmuddel. Na, der Bürgermeister sieht jetzt aus wie ein Weihnachtsmann, das kann ich euch jetzt so sagen. Move! Move! Hat sie noch irgendeine Münze oder bevor wir den retten? Ah, da steckt er ja. Ist hier irgendjemand? Hallo? Was mit diesen schrecklichen Schrobs? Sie sind fort? Jetzt erfährt man zuerst mal den Namen. Ich bin der heißige Bürgermeister, freut mich, euch kennenzulernen. Ich wollte mich vor diesen Schrubs verstecken und blieb hier stecken. Es muss einen Ausweg geben, der ein Jed ausschließt.